Navi hat Ihnen der historische Trip um den Bodensee gefallen. Wenn Sie noch einen Augenblick Zeit haben, möchte ich Sie auf eine Kassette von Eisenbahnvideo hinweisen, die gleichfalls Interessantes Historisches zu bieten hat. Die Höhepunkte der Jubiläumsfeiern der Deutschen Reichsbahn 1935 und der Deutschen Bundesbahn 50 Jahre später. Ein paar Ausschnitte aus dieser Kassette. Nürnberg im Juli 1935. Die Deutsche Reichsbahn eröffnet die Feierlichkeiten in ihrem Jubiläumsjahr mit einer großen Ausstellung. 100 Jahre deutsche Eisenbahnen. Das Neueste vom Neuen ist aufgeboten in der damals größten Halle Deutschlands, auf dem Nürnberger Rangierbahnhof. Der gläserne Zug zum Beispiel. Die rasante 05 und der Henschel-Wegmann-Stromliniendampfzug mit der 61. Dezember 1935. Angeführt von der mit einem gewaltigen Hakenkreuz verunstalteten 01150 eröffnen 10 zusammengekuppelte, nagelneue Einheitsschnellzuglokomotiven der Baureihen 01 und 03 die große Fahrzeugparade der Reichsbahn auf dem Nürnberger Rangierbahnhof. 30.000 Zuschauer aus dem In- und Ausland erleben diese Schau der Superlative, die natürlich auch die Nationalsozialisten weidlich für Propagandazwecke benutzen. Selbst wenn sie mehr drauf hätte, schneller dürfte die kleine Lok gar nicht fahren, denn die Reisenden wollen den Reiz dieser romantischen Eisenbahnfahrt in vollen Zügen auskosten. Je gemütlicher, desto besser. Mehr als ein Jahr an Dampflokfahrten im Norden und Süden der Bundesrepublik teil. Und sie hatten einen Riesenspaß dabei, wie zu Großvaters und Großmutters Zeiten mit großem Getöse und kleinem Tempo über die Schienen zu schaukeln. Das markante Schloss Harburg zwischen Donauwörth und Nördlingen. Solche tollen Blicke für alle Ausflügler zugleich bietet halt nur der gläserne Zug. Ja, in erster Linie für die Dampffans war diese größte Fahrzeugschau Europas ein herrliches Eldorado. Hier war fast alles vertreten, was es an historischen Raritäten aus der deutschen Dampfeisenbahngeschichte noch gibt. Entsprechend groß war die Anziehungskraft der schwarzen Kolosse. Sie waren ständig umlagert und zigtausendmal Zielscheiben für junge und alte Fotografen und Hobbyfilmer. Die Fahrzeugschau in Bochum-Dahlhausen lieferte den eindrucksvollen Beweis für die außerordentliche Popularität der alten und der neuen Bahn.